Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat, das nennt man Präzession. Das wird berücksichtigt, ist auch eine sehr präzise Berechnung, aber anderes als in westlichen Astrologie. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Liebe Kamisua, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese Lebensbereiche. Und jetzt geht es um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und das bedeutet, das ist ein Lagna oder Aszendent. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat hier auf diesem Erdenleben. Das verleiht dir ein gewisses Energiefeld wie ein Kostüm und das begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende, weil du bist ein Kind davon. Das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, so bist du auch wahrgenommen und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Hier ist Skorpion, das ist dein Aszendent. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement und das hat mit Gefühlen etwas zu tun. Und das kennst du auch, hast ganz intensiven Gefühlen. Und hier ist wichtig, die Transformation in den positiven Gefühlen bleiben wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit und natürlich auch Liebe. Und vieles lernst du in dein Leben auch loslassen, das beenden. Und so bleibst du auch in inneren Kraft. Das ist die Pluto-Energie hier und Mars dazu natürlich hier bei Skorpion. Und das verleiht dir eine gewisse geheimnisvolle, schleierhafte Erscheinungsbild. Und das ist eine magische Anziehungskraft, aber auch erotische Anziehungskraft, was du ausstrahlst. Du wirst in deinem Leben immer wieder mal erleben, dass die Menschen ihre Geheimnisse dir anvertrauen. Im zweiten Lebensbereich handelt es sich um Werten. Alles in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist. Also alles gelingt vielleicht nicht, aber man sollte danach streben. Und hier in diesem Lebensbereich lernst du auf, zu deinen Werten stehen. Und hier befindet sich auch das Geld, die Finanzen. Und energetisch hängt das wirklich Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bin das gar nicht wert, oder ich habe das gar nicht verdient, die haben weniger Geld, weil sie haben eine ganz andere Einstellung zum Werten und auch zum Geld, zum Finanzen. Stattdessen sag immer, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz. Dadurch verbessert sich die Finanzenergie und auch stärkt dich innerlich, weil du stehst zu deinen Werten. Hier hast du die Tierkreiszeichen Schütze. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Natürlich ist das die feurige Temperament und wenn das um Geld geht, dann neigst du dazu, mal schneller Geld ausgeben. Weil da kommt dieser Impuls und man überlegt es nicht so lange. Dazu neigen die Feuerelement wie Schütze, Löwe, oder wieder sowieso.
Also achte auf die Orientierung. Und genau das zeigt sich hier, dieser Pfeil der Schütze, das ist die Richtung, die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und energetisch sind da die Wünsche beschrieben. Und da lernst du mit Geld auch umzugehen, dass du da Geld ausgeben sollst, was wirklich dein Wunsch entspricht. Nicht, weil das in Werbung kommt oder weil im Angebot ist, sondern deine wahren Wünsche. Dann hast du die Orientierung. Die Schütze ist sehr beweglich und hier kommt einiges in Bewegung in deinen Finanzen. Die dritte Lebensbereich sind Erinnerungen in die Zeit, wo die Schulzeit, auch wie hast du damals das wahrgenommen? Hast du viel, war das für dich eine einfache Zeit, die Schulzeit? Oder wie war das, die Kontakt mit deinen Geschwistern oder zum anderen Kindern? Wie hast du das erlebt, die Kontakte zum anderen Kindern und auch wie du die Schule wahrgenommen hast damals? Und diese Erinnerungen bleiben und das zieht sich wie roter Faden in unserem Leben. Später zeigt sich dann, wie du dich behaupten kannst gegen Konkurrenten. Aber auch, wie ist der Austausch? Informationen aufnehmen oder etwas vermitteln. Eine Art Kommunikation. Hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. Und das zeigt, dass die Zeit, die Schulzeit, war das ziemlich streng und hart für dich. War nicht einfach. Und es war auch nicht einfach, dich zu behaupten gegen deine Geschwister oder gegen andere Kinder. Kann sogar sein, dass du warst ein bisschen auf die Außenseite oder warst du nicht akzeptiert. Mindestens so hast du das damals wahrgenommen. Alle diese Erinnerungen stärken dich und im zweiten Lebenshälfte kannst du dich richtig, richtig gut behaupten. Der vierte Lebensbereich, das ist der tiefste Punkt des Horoskopes. Wenn ich das mit einem Baum vergleiche, dann würde ich sagen, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlt man sich verwurzelt. Das sind die Ahnen, das sind unsere Vorfahren, das sind unsere Herkunft und Traditionen, aber auch unserem Zuhause. Und alles, was mit Immobilien zusammenhängt, gehört auch zu diesem Lebensbereich. Und das gibt die Halt, das ist die Basis, das ist die Fundament. Und auf diesem Fundament kannst du was aufbauen, weil von hier aus wächst und dehnt alles. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Wenn ich deine Wohnsituation betrachte, kann passieren, dass es immer wieder plötzliche Veränderungen gibt, wohnlich. Außerdem zeigt das, du liebst das große, helle Wohnung und das soll modern eingerichtet sein. Wenn ich betrachte dein Basis, dein Fundament, was gibt dir Halt? Hier ist Luftelement, du brauchst einen gewissen Freiraum und du kannst das nicht ertragen, wenn jemand dich versucht in die Enge zu treiben oder wenn du dich in die Enge fühlst, dann willst du da ausbrechen, davon befreien. Hier hast du ein Bewusstsein, was dich unterstützt und hilft, diese Basis finden, wenn du das verinnerlichen kannst, dass du einzigartig und außergewöhnlich bist. Dieses Bewusstsein stärkt dich so, dass du findest die Halt im Leben. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Deine Kinder, später deinen Enkelkinder und auch Erinnerungen an deine Kindheit. Und in diesem Lebensbereich sind zugeordnet auch die Arbeit mit uns selbst,
das innere Kind pflegen, immer wieder sagen, oh, das hast du richtig gut gemacht, ich bin so stolz auf dich. Diese Sätze stärken uns innerlich. In diesem Lebensbereich sind nicht nur die Kinder, sondern die schöpferische Kraft, das Leben oder etwas schöpferisch, kreativ gestalten. Und das, so wie die Kinder spielen, wir können vieles, vieles von Kindern auch lernen. Und dann kommen wir zu diesem Lebensfreude. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Und achte auf die Wasserelement. Das symbolisiert die Gefühle. Du kommst zu dieser Leichtigkeit, du kommst zu deiner schöpferischen Kraft, wenn du an deinen Gefühlen achtest. In Tierkreiszeichen Fischen gibt es zwei Fischen. So wie in diesem Stammbild auch. Astronomisch nennt man das den südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Also es handelt sich hier in diesem Stammbild um zwei Fische. Die eine Richtung ist die ständige Angst und Unsicherheit und Zweifel und Selbstmitleid und alle leiden mit. Und man versucht das auch sogar festhalten, weil endlich ist jemand da, wo um dich kümmert und das blockiert. Und das führt sogar so weit, dass man Depressionen erlebt oder Alkohol- oder Drogenprobleme. Das ist die eine extreme Richtung. Die andere Richtung ist das Richtige. Erkennen, wie wundervoll die Neptun- und Jupiter-Energie hier wirkt. Diese Weisheit, das belehrt Jupiter, vergrößert auch etwas. Und Neptun dazu, den Traum, eine Vision zu haben, was du erreichen möchtest in dein Leben. Wenn du daran glaubst, wenn du das vertraust, und dann kannst du das loslassen, geschehen lassen und zeigst, wie großartig dein Vertrauen ist, Vertrauen an Fluss des Lebens, dann kommst du zu diesem schöpferischen Kraft. Hier im sechsten Lebensbereich handelt es sich um Pflichten, um den Alltag, Arbeit und auch Gesundheit. Und energetisch hängt das auch zusammen, weil wir können dann arbeiten, wenn wir gesund sind. Dann können wir wirklich den Alltag auch bewältigen. Und das schenkt uns auch die Kraft. Und hier hast du die Tierkreiszeichen wieder. Und das beeinflusst natürlich deine berufliche Situation, dass dich schnell etwas begeistert, aber vielleicht diese Begeisterung lässt auch ein bisschen nach, öfters wechselst auch die Beruf und du strebst danach in eine Führungsposition, weil wieder ist der Kopf. Der Kopf und natürlich, das möchtest du auch in die Arbeit erleben. Im Gesundheitsbereich könnte das ein Hinweis sein, dass du immer wieder mal Kopfschmerzen hast. Wenn du betrachtest deinen Geburtsmoment, dann erkennst du sofort, dass hier gegenüber spiegelt etwas. Das ist hier ein Spiegel. Und in diesem Spiegel ist etwas sichtbar. Und in dem Moment, wo wir geboren sind, schauen wir in diesen Spiegel. Und wir erblicken unseren Seelenpartner. Und das bedeutet, in dem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und im selben Moment ist im Westhorizont die Tierkreiszeichen Stier nach unten gegangen wie ein Sonnenuntergang. Und die Kinder haben noch bis dritte Lebensjahr, etwa bis dahin, haben noch Erinnerungen. Später ist das alles im Unbewussten und der untere Teil des Horoskops symbolisiert auch das Unbewusste. Und das obere Teil mehr das Bewusste. Also hier hast du die Stier.
Und das öffnet den Tor zum Partnerschaft. Und das heißt, das Leben genießen, geschehen lassen. Und du hast auch das Glück. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus. Und das ist schon Liebesenergie, weil Venus ist die Liebesplanet. Und das gibt dir dann die Sicherheit, die Stabilität, die Struktur. Vorausgesetzt ist, du glaubst daran, dass du das im Besitz nehmen kannst. Stier hat mit Besitz etwas zu tun. Und es ist nicht nur die Finanzen, sondern bei dir bedeutet, diese Partnerschaft, diese Liebe in Besitz zu nehmen. Natürlich neigt ein bisschen dazu zum Eifersucht, aber du hast dieses Bedürfnis, ruhig, gemütlich die Partnerschaft genießen. Im achten Lebensbereich, was gar nicht einfach zum Erklären, eigentlich dieser achte Lebensbereich heißt der Tod, hat natürlich auch mit Todesfall und mit Erbschaft auch was zu tun, aber bedeutet eher das Leben erhalten. Weil hier wird die Pluto-Energie und Pluto sorgt für das Kreislauf des Lebens. Pluto-Energie ist, wenn wir im Tiefschlaf uns erholen können. Pluto-Energie ist, wenn unsere Zellen sich erneuern. Pluto-Energie ist auch die Sexualität. Und das zeigt sich hier bei Skorpion Aszendent auch, weil Pluto herrscht über den Skorpion und herrscht über diesen achten Lebensbereich aber auch. Und hier befinden wir uns in einer Wandlung, Erneuerungsprozesse und von vielem Loslassen, Verabschieden, Trennen, all das, was im Weg liegt, was uns hindert. Hier hast du die Tierkreiszeichen Zwillinge. Wie kann ich dir das erklären, dass du diese Transformation, diesen Prozess meistern kannst? Dazu erzähle ich die Geschichte von den Zwillingen und es kommt von der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Königin Leda und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde auch schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und Leda wurde von dem König auch schwanger und gebar den Zwillingen, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich, und das bedeutet unserem Seelenreise. Dieser Seelische ist dieser Unsterbliche in uns, steht auch mit dem Göttlichen in Verbindung. Und das Lebensweg, dieser Schicksalsweg, was die Seele ausgesucht hat, das ist dieser menschliche Weg, das ist begrenzt, das hat einen Anfang und hat ein Ende, das ist unserem Geburt und unserem Tod. Und das symbolisieren hier die Zwillinge. Also Leda gebar den beiden Zwillingen, Castor und Pollux, und es kam die Zeit, wo Castor sterben müsste, und Pollux ging zu seinem Vater Zeus und sagte, ja, ich möchte auch sterben, ich kann nicht meinen Halbbruder alleine lassen, wir waren bis jetzt auch immer zusammen, miteinander verbunden. Und Zeus hat ihm gesagt, nein, 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 ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt. Und diese Sternen leuchten auch in diesem Sternbild, sind miteinander verbunden. Und das ist diese Verbundenheit mit unserer Seele. Und das ist deine Transformation, das zum Erkennen. Und das erlebst du, wenn du meditierst, wenn du nach innen schaust, dann stehst du in Verbindung zu deiner Seele. Und das ist diese Quelle.
Und das ist schon eine göttliche Funke. Und spürst auch diese göttliche Energie in dir, die Intuition. Und dann kannst du dich inspirieren lassen im Leben. Und das ist diese Veränderung oder Erneuerungsprozesse bei dir zu diesem Bewusstsein kommen. Der neunte Lebensbereich hat mit Reisen was zu tun, mit Ausland, aber auch innere Reise, Spiritualität oder religiösen Themen oder einer höheren Bildung. Krebs hat mit unserem Zuhause was zu tun. Natürlich kann das bedeuten, dass du im Ausland lebst oder dass du ein zweites Zuhause hast im Ausland oder im Ausland findest deine neue Heimat, aber bedeutet auch die Spiritualität, dass du in deinem Inneren diese Tempel, diese inneren Tempel aufbaust, wo du deine Seele findest, deine innere Ruhe findest. Im zehnten Lebensbereich sind wir in Krone des Baumes. Das ist das Höchste, die allerhöchste, was man erreichen kann. Das in unseren Zielen und zeigt, wie erreichst du deine Ziele oder wie bekommst du Anerkennung und Ansehen und Respekt. Und hier zeigt sich auch die Berufung. Und hier hast du die Löwe. Für dich ist das hier Löwe sehr wichtig, wahrgenommen zu werden und dass du Respekt bekommst. Sehr, sehr wichtig. Und wenn das um die Berufung handelt, dann ist auf jeden Fall Öffentlichkeit oder du brauchst die Bühne. Die Bühne, du brauchst auch die Publikum. Du möchtest auch Anerkennung und auch Bewunderung. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche und auch Freundschaften und damit sollen wir auch Freundschaft schließen mit unseren Wünschen. Und hier im 11. Lebensbereich sind auch die Verbindungen mit gleichgesinnten Menschen. Hier hast du die Jungfrau und das ist sehr bescheiden. Also wenn es um deinen Wünschen geht, dann bist du sehr, sehr bescheiden und überlegst, was ist erreichbar, was ist nicht. Und was die Freundschaften betrifft, da bist du auch kritisch und das überprüfst du auch ganz genau und trennst Spreu von Weizen. Im 12. Lebensbereich hast du die tiefen Geheimnisse des Lebens und alles, was geheimnisvoll ist, auch die geheimen Feinde. Hier hast du die Waage und das bedeutet, du brauchst immer wieder mal den Rückzug, damit du zum inneren Gleichgewicht kommst. Und für dich ist wichtig die Gerechtigkeit und du verdrehst es auch in dein Leben. Sonne befindet sich in den Tierkreiszeichen Krebs. Sonne symbolisiert dein Selbst. Dein Selbstfindung ist auch wichtig. Also hast einen Bezug zum Reisen, zum Ausland, aber auch zum Spiritualität. Und das wäre für dich die Selbstfindung. Mond symbolisiert deinen Gefühlen, dein Unbewussten. Auch Mond hast du hier in Skorpion. Mond wechselt sich die Gestalt, mal Vollmond, mal Neumond, mal abnehmen, mal zunehmen. Und das kann ein Hinweis sein, dass andere Menschen dich so wahrnehmen, dass du ein bisschen launisch bist. Das wechselt sich die Stimmung, aber sehr gefühlsvoll und auch mütterlich. Diese Auftreten, diese Ausstrahlung hast du auch. Mars befindet sich im Löwe, hier im höchsten Punkt des Horoskopes. Das heißt, du setzt dich schon ein um deine Ziele und du möchtest dich auch behaupten, beruflich auch, dass du Anerkennung bekommst. Aber es ist auch ein Hinweis, dass im beruflichen Umfeld dein Partner begegnest, kennenlernst. Mars ist immerhin der Mann. Merkur hat einen Bezug zum Kindheit und Jugend, aber nicht nur das, sondern Merkur handelt, ist auch der Planet der Kaufleute und zeigt auch das praktische Wissen. Und nicht nur das, sondern auch
und vertritt die Kommunikation, Terminen, Verträgen, Gesprächen, Kommunikation. Merkur ist in den Zwillingen und Merkur fühlt sich sehr gut in den Zwillingen, weil Merkur herrscht über den Zwillingen. Und das zeigt schon deine Intelligenz. Und du kannst es auch einordnen, wo setzt du das ein. Und hier hast du auch diese Wandlung, diese Erneuerungsprozesse. Jupiter ist rückläufig in dein Horoskop und das zeigt Vergangenheit. Im Geburtshoroskop zeigt sich mit dieser Rückläufigkeit karmischen Themen, karmischen Erinnerungen. Und das hast du im Tierkreiszeichen Wassermann. Dein Herkunft, das ist was Karmisches. Außerdem, Jupiter zeigt deine Größe, deine inneren Größen. Und hier hast du auch karmischen Lernaufgabe zu deiner Größe stehen. Und im Wassermann brauchst du dieses Gefühl, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und wenn du das verinnerlichen kannst, dann stehst du zu deiner Größe. Und das, was hier Jupiter auch zeigt, fühle dich so. Weil das gibt dir den inneren Halt, das ist auch eine Basis für dein Leben. Venus ist die weibliche Energie und zeigt dich als Frau. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier im achten Lebensbereich natürlich zeigt auch die erotische Seite Venus, dass du diese Ausstrahlung hast und hast du diese Liebesenergie in dir, sehr leidenschaftlich. Aber bedeutet auch hier eine Art Wandlung. Und das wirst du erleben in deinem Lebensweg, dass du suchst irgendwie innerlich deine Weiblichkeit. Dass du sagst, so bin ich als Frau. Und es handelt sich nicht nur um die Intimität, sondern wie bist du als Frau, auch dein Aussehen. Dass du in dieser Suche bist, da deine Identität zu finden und sage, so bin ich, das ist meine weibliche Energie, meine weibliche Kraft. Außerdem, Venus hat nicht nur mit Liebe etwas zu tun und unserer weiblichen Energie oder zeigt uns als Frau, wie wir das im Ausdruck bringen oder wie beeinflusst unserem Aussehen, sondern bei Venus handelt es sich auch um Kunst, Kreativität. Und das kann auch eine Richtung sein, dass du deinen Weg suchst, wo du deine Kreativität leben kannst. Saturn ist der Planet der Schicksal, auch Hüter der Karma und belehrt uns. Und Saturn befindet sich auch hier in Zwillingen. Steht sogar mit Venus in Verbindung. Das heißt, die wirken gar nicht getrennt, sondern sie wirken immer zusammen. Und das ist erstens die Ernsthaftigkeit, wie wichtig und wie ernst für dich die Liebepartnerschaft ist. Und dass du in jungen Jahren da Einschränkungen hast. Und so hast du das erlebt, dass du wirklich deine Weiblichkeit nicht leben dürftest oder du hast das nicht getraut. Und im zweiten Lebenshälfte entwickelt sich das alles wunderbar und wirst du das auch befestigen. Und da zeigt sich deine Einzigartigkeit, weil du als Frau anderes bist als alle anderen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Uranus befindet sich bei dir im Tierkreiszeichen Waage. Ich würde gar nicht die Veränderungen betonen hier, sondern mehr die Nervensystem. Hier im sechsten Lebensbereich sind
auch Themen, was die Gesundheit betrifft. Und hier im 12. Lebensbereich zeigt sich die Ursache, die Erkrankungen, die psychische Ursache, die Erkrankungen. Und astromedizinisch steht Uranus mit unserem Nervensystem in Verbindung. Und damit du wirklich ein gesundes Leben führen kannst, brauchst du immer wieder den Rückzug, deine Ruhe zu bewahren, weil das stärkt dein Nervensystem und dient dazu, dass du ein langes, gesundes Leben führen kannst. Neptun ist rückläufig im Horoskop, zeigt karmische Erinnerungen. Neptun ist der Planet der Künstler und zeigt, wie wir unsere Träume verwirklichen können. Wenn das nicht so ist, dann fühlt man sich enttäuscht. Also solche Erinnerungen kann Neptun schon auslösen. Neptun ist hier bei dir im Skorpion. Und wenn du solche Erinnerungen hast, karmische Erinnerungen, dass du in früheren Leben enttäuscht wurdest, dann entsteht hier eine gewisse Misstrauen anderen gegenüber oder im Leben gegenüber. Und dann sollst du diese Neptun-Energie transformieren, raus aus dieser Misstrauen und das Loslassen, was in Vergangenheit war, und mehr auf die wahre Natur der Neptunkraft einzugehen. Und das sind die Träume. Die Träume, die Visionen, diese inspirierende Energie. Und versuche das gestalten, künstlerisch gestalten und verstehen auch, du hast dieses Talent, diese Fähigkeit, eine Künstlerin zu werden. Also künstlerische Begabung hast du. Und damit kannst du in die Öffentlichkeit, Löwe. Das zeigt sich die Öffentlichkeit, die Bühne. Du brauchst auch dieses Publikum und da liegen auch Talente und Fähigkeiten. Pluto zeigt die innere Kraft und auch die Prozesse des Loslassen. Pluto hast du hier im Jungfrau. Aber weil hier im 11. Lebensbereich auch um die Wünsche geht und Pluto hat dieses Motto, alles oder nichts. Also wenn du alles auf eins setzt und das sind deine Wünsche, dann hast du auch diese Kraft, das auch zu erreichen. Es gibt 4 Grundelemente und das ist Feuerelement, das ist die Begeisterung, das ist die Tatendrang, das ist Feuer und Flamme zu sein von etwas. In diesem Feuerelement hast du Mars hier im Löwe. Das ist Feuer und das ist deine Kraft. Mit dieser Kraft erreichst du deine Ziele, mit dieser Kraft kannst du dich auch dich behaupten. Dann haben wir Luftelement. Luftelement ist die Leichtigkeit, das Spielerische, die Gedanken, die Ideen, diese Luftelement steht auch in Verbindung zum Kommunikation. Du hast im Luftelement Merkur, dann hast du einen rückläufigen Jupiter, hast du auch Venus und Saturn, das ist alles im Luftelement, weil Wassermann und die Zwillinge gehören zum Luftelement. Auch Waage ist zum Luftelement, aber ich habe die äußeren Planeten nicht berücksichtigt, Uranus, Neptun und Pluto, weil wir untersuchen nur die persönlichen Planeten und das endet mit Saturn. Also hier im Luftelement hast du Merkur, Jupiter, Venus und Saturn und im Wasserelement hast du Sonne und Mond. Sonne hier im Krebs, Mond hier in Skorpion. Und es fehlt die Erde-Element. Zu Erde-Element gehört Steinbock, Stier,
und Jungfrau. Pluto ist äußeren Planet, das kann ich nicht berücksichtigen bei dieser Untersuchung. Also es fehlt die Erde-Element. Es ist nichts Ungewöhnliches. Es gibt viele, viele Horoskope, wo ein, bei manchen Horoskopen sogar zwei Element fehlt. Und das, was du brauchst, weil das gibt dir die Ausgleich. Was ist Erde-Element? Das ist Realität, dass du deine Ideen, deine Träume verwirklichen kannst. Und all das, was dich begeistert, dass du nicht aufgibst, sondern geduldig bist, bis du das erreichst, auch deine Ziele zu erreichen. Also das ist mal Erde-Element. Außerdem Sicherheit, Stabilität, Struktur, auch Materie, auch die Finanzen. Und das, was du brauchst, natürlich kann das bedeuten, dass du unbewusst das in die Partnerschaft suchst. Das zeigt sich auch hier Stier, weil mit Stier öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Und jetzt Rahu und Ketu. Die beiden bilden sich eine Drache. Diese Figur, dieser Drache erscheint in Mythologie. Dieser Drache erscheint auch im Sternbilder. Das symbolisiert erstmal unsere Ängste. Und das beschreibt den Drachentöter, diese Geschichten in der Mythologie, dass wir unsere Ängste loslassen sollen. Astrologisch haben wir auch diese Drache und diese Drache ist getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. Dazu gibt es auch mythologische Geschichten. Aber für mich ist wichtig, das so zu erklären, dass den Drachenkörper, das haben wir. Und das zeigt die karmischen Erinnerungen. All das, was du in früheren Leben erlebt hast. Und das nennt man Ketu. Und dein Ketu befindet sich im Stier. Hier hast du die Erinnerungen. Und das heißt, mit dieser Stierenergie kennst du dich aus. Und das ist Erde-Element. Das fehlt dir auch, aber zum Glück hast du hier karmische Erinnerungen. Und Stier bedeutet Besitz, auch Finanzen, aber auch das Leben gemütlich machen, ruhig gestalten, das Leben genießen und schön gestalten. Und da hast du noch die Erinnerungen. In welchem Lebensbereich hast du das erlebt? In der Liebe Partnerschaft. Und dieser Drache hat auch einen Kopf, aber wie ich schon sagte, das ist getrennt. Und unsere Seele in diesem karmischen Weg sucht das. Das ist wie ein Geheimnis, das liegt im Verborgenen. Und bei dir ist dieser Drachenkopf. Und das nennt man Rahu. Rahu ist hier in Skorpion. Deine Seele in diesem karmischen Weg sucht deine Persönlichkeit. Das heißt nicht, dass du alleine leben sollst. Nein, du sollst in die Partnerschaft leben, aber leb auch deine Persönlichkeit und bring das auch in Ausdruck. Und dein Gefühl, Mond, symbolisiert auch deine Gefühle, das sagt auch dein Gefühl. Dann bist du mit deinen Gefühlen im Einklang. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond, ein Mann, und er verliebt sich an Rohini. Rohini ist jung, Rohini ist unschuldig, Rohini ist eine junge Frau, das ist die Morgenröte. Also der Mond verliebt sich an diese Morgenröte, an diesem Rohini und macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm,
Ja, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle Frauen, alle 27 Geschwister. Und der Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes, verkörpert anderen Eigenschaften. Die Einflüsse kommen natürlich von den Sternen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Die Lieblingsfrau ist natürlich Rohini, diese unschuldige Schönheit. Und das betrachten wir, dein Mondhäuser. Dein Aszendent befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und dieses Mondhaus heißt Anuradha und bringt dir Glück. Und mit diesem Glück bist du geboren. Im indischen Astrologen sagen, wenn hier Einfluss gibt von Anuradha, heißt auf Elefanten reiten. Und das zeigt Elefant als Wohlstand, aber auch als Glückssymbol. Außerdem wird dieses Mondhaus von Akrab bestrahlt. Und Akrab ist ein Stern in der Tierkreiszeichen Skorpion oberhalb von Augen. Und die indischen Astrologen sagen, das ist die dritte Auge und zeigt Hellsichtigkeit und spirituelle Begabung. Und das gehört zu deiner Persönlichkeit, dass du vieles voraus auch ahnst. Sonne befindet sich im Krebs und dieses Mondhaus heißt Bushia. Und das ist dein Feingefühl, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und das ist deine starke Intuition. Mond befindet sich in Skorpion und dieses Mondhaus heißt Yeshta. Yeshta war die älteste von diesen 27 Frauen. Aber keine alte Frau. Nein, die war nicht eine alte Frau, sondern sie war eine weise Frau. Eine weise Frau und sie hat hohe Ansehen und Respekt bekommen. Und das brauchst du hier. Mond hier in Skorpion, das was dein Gefühl sagt, verlange Respekt vor jedem. Dein Mars ist im Löwe und dieses Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Und Regulus ist ein königlicher Stern, der Stern der Könige. Regulus befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe und das ist der Herz der Löwen. Und das ist immer eine Herzensangelegenheit und bei Mars-Energie hier handelt es sich um diesen Mann. Und du wirst dieser großen Liebe auch begegnen. Merkur befindet sich in Zwillinge. Dieses Mondhaus heißt Punarvashu, wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist die hellste Stern im Sternenhimmel, leuchtet wie ein Diamant. Und das ist dein Wissen. Merkur ist das Wissen. Also sei mit deiner Intelligenz auch bewusst. Und außerdem Merkur symbolisiert auch Kindheit und Jugend. Und wenn du das gelebt hast, erlebt hast, dieser Glanz, dann stärkt dich das. Aber wenn du immer übersehen warst und immer klein gehalten warst in deiner Kindheit und Jugend, dann ist es wichtig, dass du diesen Sirius wieder lebst, diesen Glanz. Und das sind deine Werte. Und steh zu diesen Werten, bring das auch im Glanz. Und hier in Zwillingen hast du diese Transformation. Jupiter in Wassermann befindet sich im Mondhaus Purva Bhadra und wird von Pegasus bestrahlt. Hier hast du karmische Themen, weil Jupiter ist rückläufig. Pegasus, dazu muss ich auch die mythologische Geschichte erzählen, das zum Verstehen, welche Themen hast du hier von deiner Herkunft oder von Erziehung oder von Erinnerungen, auch karmischen Erinnerungen. Was sollst du beachten, damit du deine Basis findest im Leben, weil das gibt dir Halt.
Es gab eine Königin, sie hieß Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, bei Poseidon. Und Poseidon schickte dann einen Walfisch in diesem Königreich, diese prahlende Königin zu bestrafen. Und dieser Seeungeheuer, dieser Walfisch kam auch an und dachte, ja, warum sollte ich das machen, was Poseidon gesagt hat, ich mache, was ich will, und trifft eigene Entscheidungen. Dieser Walfisch nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Und Andromeda hatte Angst gehabt. Und in Nähe war Medusa. Die Medusa war die furchterregende mit ihren Schlangenhaaren. Und die Geschichte erzählte, jede, der Medusa erblickt, bekommt Angst und ist wie Stein, unbeweglich eigentlich. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda und tötete Medusa. Und in dem Moment wurde Pegasus geboren vom Mutterleib. Und das war die Geburt von Pegasus, wurde befreit. Und Pegasus ist ein Pferd, ein weißes Pferd mit Flügeln. Und Perseus und Andromeda, die haben sich verliebt. Und mit diesem geflügelten Pferd sind sie davongeflogen. Und das ist die Befreiung von deinen Traditionen oder Herkunft oder vom Mutterbild. Und hier hast du karmische Themen und auch befreit zu sein von Ängsten. Venus befindet sich in den Zwillingen. Dieser Mondhaus heißt Ardra und bedeutet lebendige Frische. Und diese Lebendigkeit, diese jugendliche Ausstrahlung, das, was eigentlich dein weibliche Energie ist. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, befindet sich im Waage. Dieser Mondhaus heißt Chitra und bedeutet Balancepunkt. Und das ist für dich wirklich sehr, sehr wichtig, die inneren Gleichgewicht finden. Und wird von Spica bestrahlt und das ist die Weizenähre. Und das bedeutet, wenn du im inneren Gleichgewicht bist und vergleichen kannst, die Einflüsse von außen oder ausgleichen und hast du diese Ausgeglichenheit, dann erreichst du deine Ziele, weil da kommt auch die Ernte. Neptun befindet sich in Skorpion hier. Anuradha ist dieser Mondhaus, genauso wie dein Aszendent. Und das bedeutet, diese Anuradha, Glück, auf Elefanten reiten, das ist Wohlstand und Glück und auch die hellsichtige Fähigkeiten, deiner Spiritualität. Pluto befindet sich im Jungfrau, dieser Mondhaus heißt Hashta, bedeutet übersetzt Hand, Handlungen, Wind wird von Vindemiatrix bestrahlt. Vindemiatrix ist die Weinleserin, wurde bei Römer und bei Griechen verehrt, steht in einer engen Verbindung zum Dionysos, der Weingott. Und Vindemiatrix zeigt Lebensfreude, wie ein Fest, das Leben zu genießen. Und genau das ist für dich wichtig, weil das gibt dir hier die Kraft, die innere Kraft. Rahu, dieser Drachenkopf, hier in Skorpion befindet sich im Mondhaus Jeshta, das ist diese ältere Schwester bei den 27 Geschwister. Und wie ich schon sagte, das ist keine alte Frau, sondern das ist die Weisheit. Und die Jeshta bekommt zum allen Respekt und Ansehen. Und das, was du brauchst, das sollst du in Ausdruck bringen. Das ist die Drachenkopf, das ist der karmische Weg, was deine Seele sucht auch und braucht auch. Und das soll dein Auftreten sein. Ketu ist die alte Karma,
alte karmischen Erinnerungen befindet sich in Rohini. Das war die große Liebe des Mondes. Und ich wollte das mal behaupten, dass diese große Liebe kehrt zurück in dein Leben. Und dieser Mann wird dir auch zeigen, du bist meine große Liebe. Aber zeig dich nicht so unschuldig, so jugendlich, vielleicht sogar naiv, sondern übernehme diese Position von Jeschta, wo du Ansehen, Anerkennung bekommst und Respekt bekommst. Das ist die Reife, diese innere Unschuld. Ich würde das sogar sagen, diese innere Unschuld, ja, Rohini, das sind deine karmischen Erinnerungen, aber im Leben doch diese weise, weise Frau zu sein, erwachsen zu sein oder reif zu sein, und du erlebst Glück in die Liebe, Partnerschaft, und auch lebst deine Persönlichkeit. Die Verbindungen: Sonne bestrahlt wunderbar dein Aszendent, und das ist der Vaterbild, oder dein Selbst ist im Einklang mit deiner Persönlichkeit. Pluto bestrahlt dein Aszendent auch wundervoll, dass du wirklich diese Kraft in dir hast, dich zu behaupten, deine Persönlichkeit leben. Pluto, Sonne steht auch eine gute Verbindung. Das ist ein gutes Vaterbild, aber das ist auch deine Stärke, auch dein Selbst zu leben. Merkur und Jupiter stehen auch gut in Verbindung. Das ist deine Intelligenz, deine Ideen, deine Weisheit. Venus, Saturn ist in Konjunktion. Das heißt, sie wirken zusammen in jungen Jahren, in die Liebe, Partnerschaft ist sehr, sehr streng, sehr eingeschränkt. Ja, im zweiten Lebenshälfte, dann entwickelt sich deine Persönlichkeit, auch deine Weiblichkeit, auch Thema Sexualität wird anderes sein. Das kommt alles in Form. Dann hast du zweimal einen Quinkungsaspekt, einmal zwischen Mond und Merkur, und das sind Mutterthemen, und einmal zwischen Mond und Jupiter ist auch Mutterthemen. Mir kommt das so vor, dass deine Mama mit deinen Werten gar nicht so wirklich bewusst war oder nur teilweise, dass dich nicht richtig gefördert hat. Dieser Quinkungsaspekt bedeutet, weil das prägt schon dein Innenleben. Deswegen muss ich das auch erklären, weil Mond symbolisiert auch deine Gefühle. Stell dir vor dir ist ein Pendel. Und das ist unbeweglich. Und jemand fragt dich, sollst du sagen, in welche Richtung schlägt diese Pendel aus? Und was würdest du antworten? Du würdest sagen, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht so, vielleicht so, vielleicht bewegt sich überhaupt nicht, man weiß das einfach nicht. Und das, dieser ich weiß es nicht, ich weiß nicht, woran ich bin, das hast du in deinem Inneren, und das kommt vom Mutterbild. Und das prägt deine Seele, deinen Gefühlen, und diese Unsicherheit sollst du überwinden. Weil wenn du immer diese Frage stellst, ja, was kommt jetzt, was erwartet mich, ich habe keine Ahnung, dann natürlich brauchst du immer Bestätigung von anderen. Und das in die Liebe, Partnerschaft kann für diesen Mann auch vielleicht anstrengend sein. So, du brauchst die Überzeugungskraft, dieses Vertrauen zu haben. Das stärkt dich auch und wirkt in die Liebe, Partnerschaft dann auch vorteilhaft. In die Mitte ist eine Karte, das zeigt sich die tibetische Astrologie. Nach außen hast du die Feuer- und Metallelement, und das bedeutet deine Begeisterung, deine Leidenschaft, deine Aktivität und alles klären, etwas in Form zu bringen. Nach innen bist du eher in einem inneren Wachstum und brauchst die Sicherheit und Stabilität. Du suchst einen Weg, dein Selbst zu leben, diese Selbstdarstellung. Und du hast diese inneren Kraft, was du vereinen kannst, deine Gedanken, deinen Gefühlen. Wenn das im Einklang ist und hast du diese inneren Gleichgewicht, dann entsteht etwas, dein Werk entsteht etwas Schöpferisches in dir, und das ist deine eigene Kraft und das kommt von deinem Inneren.
Dein Glückszahl ist hier die 5. Und das bedeutet, diese Glückszahl, also erstes Mal als Glückszahl, die 5 kannst du das als Glückszahl betrachten, aber bedeutet für dich auch, wenn das alles fertig ist, wenn du alles in Form gebracht hast, dann hast du immer noch die Motivation und die Kraft, etwas Neues gestalten. Also du bleibst nicht stehen, sondern das ist schon diese ständige Bewegung, aber erstmal möchtest du das alles erstmal zum Ende bringen. Und dann hast du diese Kraft, etwas Neues zu gestalten. Dein Geburtsstern ist die 8, hier in die Mitte. Und das bedeutet für dich etwas Wiederkehrendes. Etwas kehrt zurück in dein Leben. Und das karmisch gesehen ist das diese Liebe-Partnerschaft, was du dann erlebst. Außerdem diese 8 bedeutet auch, auch wenn du erlebst Höhen und Tiefen. Und das erlebst du auch, mal Höhen und Tiefen. Es ist nicht immer ganz einfach, aber du hast immer den Sieg, weil du nicht aufgibst. Du gibst es nicht auf. Dein Schicksal, Schicksalszahl ist die 2 und das bedeutet Zweisamkeit. Also du lebst dann diese Liebe-Partnerschaft und das ist für dich wichtig. Du bist sehr tolerant. Du hast die Fähigkeit, ein Team zum Leiten oder etwas organisieren. Für dich ist wichtig Karriere, für dich ist wichtig eine Steigerung, für dich ist wichtig, deine Ziele zu erreichen. Du suchst auch die richtigen Leute. Du bist treu. Wohlstand, Besitz ist für dich sehr wichtig. Manchmal bist du ein bisschen eifersüchtig. Viele Dinge begeistern dich, das ist deine Energie. Aber manchmal bist du unberechenbar oder eigenwillig, liebst auch Unabhängigkeit. Du meisterst immer die Herausforderungen, bist auch leidenschaftlich, manchmal hitzköpfig. Was du nicht vertragen kannst, wenn jemand dich belehrt und zeigt deine Schwäche, das magst du überhaupt nicht. Liebe Kamisua, so könnte ich dein Horoskop deuten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe von Dendera.